Ja, recht schönen guten Tag. Mein Name ist Schmidt. Sagen Sie, ich bin gerade unterwegs zu Hausbesuchen und bekomme Anrufe von Patientinnen wegen der geänderten STIKO-Empfehlung für die Impfung von Kindern. Ich bräuchte ich bitte. Ich werde Sie ganz kurz unterbrechen. Entschuldigen Sie bitte, Sie sind Ärztin und haben eine Covid-Frage? Ja. Dann werde ich Sie gleich mal zur richtigen Stelle durchstellen. Einen Moment bitte. Herzlichen Dank. Ja, ich grüße Sie, Schmidt. Sagen Sie, ich bin gerade unterwegs zu Hausbesuchen und mein Telefon steht nicht still. Ich bekomme Anfragen, weswegen Sie die Empfehlung für die Kinderimpfung für Corona geändert haben. Es war ja erst, dass Sie es nicht empfohlen haben und jetzt doch. Hat sich irgendwie die Datenlage geändert, dass das an mir vorbeigegangen ist? Also, es wurde anfangs nicht empfohlen, Kinder oder Jugendliche unter 17 zu impfen, weil der Impfstoff ja auch keine Zulassung hatte. So, dann hat er die Zulassung bekommen, also BioNTech hat die Zulassung bekommen und Moderna hat die Zulassung bekommen, dass man für 12- bis 17-Jährige den Impfstoff einsetzen kann. Daraufhin hat die STIKO ihre Impfempfehlung angepasst und hat empfohlen, dass die Impfung möglich ist, vor allen Dingen für Risikogruppen, für Patienten, die also tatsächlich Risikofaktoren haben. Und das ist letztendlich der letzte Stand. Es ist letztendlich so, dass man gemäß Zulassungsverordnung dieser Impfstoffe diesen Impfstoff bei Wunsch sozusagen, wenn Eltern und Kind da zustimmen, den verabreichen kann. Die Empfehlung der STIKO ist aber die, dass das vorrangig verabreicht werden soll für Personen, die tatsächlich ein gewisses Risiko tragen. Und das können ja die verschiedensten Dinge sein. Also das sind nicht nur wirklich Krankheitssymptome, sage ich jetzt mal, wie schwerwiegende Grunderkrankungen von Diabetes angefangen über Rheuma oder Herzprobleme. Ne? Das können auch psychische Probleme sein, wie auch immer. Also, Zulassung gibt es letztendlich. Darf ich kurz heute, wir haben jetzt den 16.8., ja, jetzt geht das nämlich durch die Medien und deswegen steht bei mir das Telefon nicht still, dass es jetzt heißt, die Kinder müssen geimpft werden. Also und vor allen Dingen die Datenlage, ist es nach wie vor ein Impfstoff mit einer Notfallzulassung und keine anständige Zulassung. Wissen Sie, Sie gehen hier, das eine ist die breite Anwendung, heißt aber nicht, dass es auch in der Tiefe, also Langzeitfolgen abzusehen sind. Nee, das kann man bei der Impfung generell ja noch nicht absehen. Die haben wir ja noch nicht mal ein Jahr zur Verfügung. Ja, also das kann man auch für die Erwachsenen noch nicht absehen. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Und deswegen hat die STIKO auch keine generelle Empfehlung gemacht. Das, was jetzt durch die Presse und überall hinten geistert, ist letztendlich, dass sie sagen, okay, der Impfstoff hat die Zulassung. Und dann wird jetzt sozusagen ja auch irgendwo Druck aufgebaut, weil dann verschiedene Bundesländer letztendlich auch hier sagen, also Schule, da sollte man geimpft sein und so weiter. Und dass sie deswegen das wie man immer so schön sagt, durch die Hintertür versuchen, aber ganz offiziell ist, oder was heißt offiziell, also er hat die Zulassung und damit kann es jeder selber entscheiden und muss es auch selber verantworten. Und die STIKO hat es empfohlen, explizit für Kinder, die Es ist eine Notfallzulassung. Es ist eine Notfallzulassung und keine reguläre Zulassung. Da muss man immer bedenken. Und dann kommt ja jetzt immer noch immer weitere Informationen aus Israel, aus Island, dass auch die ganzen Durchgeimpften dort sehr an Corona erkranken und von den Nebenwirkungen mal ganz abgesehen. Also, ich ziehe zusammen, dass es die Impfung für alle Kinder eben nicht laut STIKO-Empfehlung gibt. Anders Nein. als es... Okay, genau. Gut. Dann danke ich Ihnen. Ja, dann werde ich das auch so weiter sagen. Gerne. Herzlichen Dank. Ja, schönen okay. Tag. Auf Wiederhören. Ja, bitte. Tschüss.